Männer aus Neukölln tun etwas, das in ihren Kreisen wirklich eine Menge Mut erfordert. Es geht um falsch verstandene Ehe, Zwangsheirat, Diskriminierung von Mädchen und Frauen aus muslimischen Familien. Die fünf wollen junge Muslime davor bewahren, ihre Schwestern im Namen der Ehre zu unterdrücken oder gar umzubringen. Ja, vor 9 Jahren wurde ein solches Projekt in Schweden entwickelt, aufgrund aktueller Fälle dort. Nun also das erste seiner Art in Berlin. Die Abiturienten Turabi, Onur, Okshan, Gökay und Dennis sind zwischen 19 und 20 Jahre alt. Und sie sind die Heroes, die Helden. Wir sind 5 Heroes türkischer Herkunft und kommen aus Neukölln. Und wir kämpfen gegen die Unterdrückung im Namen der Ehre. Wir Heroes halten an Schulen Workshops, um die Menschen anzuregen, nachzudenken und um ihr Verhalten zu ändern. Um halt das Image der Ausländer bzw. der Migranten zu verbessern. Wir Heroes haben uns 1,5 Jahre lang getroffen und uns auf die Arbeit vorbereitet. Ein Psychologe und ein Theaterpädagoge haben die 5 Heroes ausgebildet. Im Neuköllner Kiez hat es sich bereits herumgesprochen, dass die Jungs den Mut haben, öffentlich in der muslimischen Gemeinde über die Tabuthemen Ehre und Ehrenmord zu sprechen und zu diskutieren. Wenn wir es nicht tun, dann würde es ja niemand tun. Und dann würde ja immer noch so eine, wie soll ich sagen, ja, solche Ehrenmorde immer noch passieren. Also, wir wollen ja halt das verhindern. In mehrstündigen Workshops setzen sich die Heroes mit den Jugendlichen, die einen muslimischen Hintergrund haben, in Schulen und Jugendeinrichtungen auseinander. Die beiden Ausbilder der Heroes sind bei den oft konfliktreichen Diskussionen dabei. Aber die Jungs leiten das Gespräch. Ehre. Was ist Ehre? Erklärt's uns, ey. Wir wissen es nicht. Für mich ist einfach Ehre, Familie und Land. Also meine Ehre ist der Erfolg, den ich erbracht habe bis jetzt. Zum Beispiel, dass ich auf das Gymnasium gehe und halt, dass ich mein MSA habe zum Beispiel und auch, dass ich meinen Prinzipien treu bleibe. Neben den Diskussionen zum Thema Ehre sollen auch mithilfe von Spielszenen typische Rollenmuster in der Familie, etwa zwischen Vater, Bruder und Schwester, hinterfragt werden. Was machst du? Steh mal auf. Wo ist deine Schwester? Was ist das? Willst du mich verarschen? Wo ist deine Schwester? Wo ist sie? Ich weiß nicht, Mama. Wie, du weißt nicht? Ich weiß es nicht. Wie spät ist es? Hast du schon auf die Uhr geguckt? Wenn ich nicht zu Hause bin, wer muss auf seine Schwester aufpassen? Ich. Ja, was suchst du dann hier? Ich weiß nicht, wie. Wie, du weißt es nicht? Du gehst jetzt suchen, ja, sofort. Okay, okay. Ich will sowas nie wieder erleben. Geh jetzt. Zeynep, komm mal jetzt. Nein, ich will nicht kommen. Dann gehen wir jetzt hin und steigen. Zeynep, komm mal jetzt. Mach das ja richtig genug. Mama, kapierst du nicht? Komm jetzt, hab ich gesagt. Die Heroes wollen, dass sich in den Familien etwas ändert. Es geht hauptsächlich darum, dass das Mädchen halt dieselben Rechte hat wie der Junge. Darum geht's und das wollen wir auch vermitteln. Du sollst auf deine Schwester aufpassen, das ist normal, aber... Du bist nicht verantwortlich, er sagt. Du musst unterscheiden, ob du auf sie aufpasst oder ob du sie einsperrst, verstehst du? Sie muss Freiheiten haben. Dann stell dir mal vor, deine Schwester geht abends 10, 11 Uhr raus, hier passiert irgendwas, die Nachbarn bekommen es mit, die ganzen Bekannten und dann heißt es in der ganzen Gesellschaft da, du bist dann ein Ehrenloser. Wer gibt mir überhaupt das Recht, meine Schwester zu kontrollieren? Ist das meine Tradition, meine Familie, meine Religion überhaupt? Also ich weiß, dass es in Deutschland steht, erste Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und die Frage, ob durch diese Kontrolle die Würde meiner Schwester ist immer noch da. Was werden wir sagen? Für die Jugendlichen ist es auch wichtig, darüber zu reden, welchen Druck sie oft von ihren Vätern erfahren. Ein Riesendruck. Er hatte Angst, dass sein Vater ihn vielleicht bestraft, wenn er es nicht macht. Die Brüder werden auch als Waffe sozusagen eingesetzt. Da muss man schon selbstbewusst als Bruder sein. Bruder? Damit man nicht den Druck auf seine Schwester überträgt und sie dann sozusagen schlägt zum Beispiel. Also wir haben hier mit einem sehr komplexes Problem zu tun. Das können wir nicht in 2 Stunden ändern, aber wir schaffen Alternativen. Hä, warum? Sie geht jetzt noch zur Schule? Ja, macht die Abitur. Warum denn? Sie muss. Weil sie später studieren will. Hast du noch keinen gefunden zum Heiraten? Wie, kein, sie sucht sich den selber aus, ich mische mich da nicht ein. Wie jetzt? Ja, sie wird jetzt schließlich am Ende mit ihm leben, nicht ich. Die Heroes möchten das Selbstbewusstsein der Jugendlichen stärken, damit sie aus alten Rollenbildern aussteigen. Mehrmals gehen sie in die Gruppen. Wenn sie gegen Gewalt und für Gleichberechtigung eintreten, sind sie für viele ein Vorbild. Vor allen Dingen die Leute halt da, wo wir die Workshops halten in den Klassen, von denen kriegen wir sogar am Ende halt immer wieder ein positives Feedback, da wo sie dann sagen, ja, wir würden es richtig toll finden, wenn ihr nochmal kommen würdet. Das scheinen ja die letzten Sonnentage da draußen zu sein, oder?